Weshalb die längere YouTube-Pause? Es gab sehr, sehr viele Sachen, warum wir uns entschieden haben, auf YouTube eine Pause einzulegen. Das erste, wie ihr verfolgt habt, höchstwahrscheinlich Ende letzten Jahres, wo Ellen live gegangen ist auf YouTube. Da hat sie natürlich ihre Situation geschildert und das war für mich ein Grund, auch eine Pause einzulegen, weil natürlich die Gesundheit von der Familie vorgeht. Dann natürlich Basketball auch, das ist natürlich mein Hauptberuf und da will ich natürlich auch Fokus drauf legen. Und YouTube habe ich wegen euch gestartet. Ihr seid die Community, ihr supportet uns und ich wollte euch natürlich einen Einblick verschaffen oder wir wollten euch einen Einblick verschaffen von unserem Leben und wie wir euch natürlich inspirieren können. Das ist eigentlich der Grund. Sorry, dass die Videos nicht kamen. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen und weiß halt, dass ich eine gute und starke Community habe. Und die Videos werden jetzt wieder jede Woche am Sonntag rauskommen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wie war deine Reaktion, als du von dem Trade erfahren hast? Sehr, sehr überraschend. Das habe ich nicht kommen sehen. Natürlich hat mein Berater mit den Boston Celtics gesprochen und wir wussten natürlich auch, dass mein Vertrag dieses Jahr auslaufen wird. Und ja, es war eine schwierige Situation natürlich auch für die, deswegen waren wir darauf eingestellt. Aber es war sehr, sehr überraschend für mich, dass ich nach Houston gehe. Wie sahen die Tage aus, nachdem du getradet wurdest? Ja, also ich war mit meiner Familie am Telefon, wusste dann natürlich um 15 Uhr, glaube ich, war das die Deadline, dass ich nach Houston gehe. Habe dann natürlich mit den ganzen Verantwortlichen gesprochen und ja, dann habe ich am 11. Hatte er Junior Geburtstag gehabt, dann haben wir noch ein bisschen gefeiert und am 12. bin ich dann los. Früh am Morgen, ich glaube um 7 Uhr war mein Flug. Und ja, bin dann direkt zum Krankenhaus, habe die ganzen Checks gemacht, die ganzen Physicals und dann habe ich das Team getroffen. Und ja, war dann im Hotel erstmal für 6-7 Tage und habe mich natürlich erstmal hier eingelebt. Wie wurdest du von deinem neuen Team aufgenommen? Sehr, sehr positiv gewesen. Ganzen Teammates finde ich super. Habe mich gleich mit allen Leuten verstanden. Mit der Organisation auch, mit den GM gesprochen, mit dem Coach, mit den ganzen Assistant Coaches gesprochen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr positiv und die waren natürlich auch sehr, sehr positiv von mir, dass die mich jetzt bei den Houston Rockets haben und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass ich hier bin. Wie sieht deine Rolle aus bei den Houston Rockets? Ja, die ersten Tage musste ich mich natürlich erstmal einleben und gucken, wie es läuft in der Organisation und auch im Training und in der Kabine. Habe das auch ganz schnell gesehen, was halt so meine Rolle ist in dem Team. Ich glaube, die brauchen natürlich, weil sie sehr, sehr jung sind und unerfahren, sage ich mal. Da sind, glaube ich, 4-5 Leute, die 19, 20 Jahre alt sind. Und ich meine, es ist mein 9. Jahr in der Liga. Und deswegen kann ich da auf jeden Fall viel Leadership zeigen, denen natürlich viel beibringen, was ich in den Jahren gelernt habe. Und natürlich auch also im Spiel. Ich bin ja natürlich ein Competitor und will jedes Spiel gewinnen. Und die hatten dieses Jahr jetzt noch nicht den Erfolg, den sie natürlich haben wollen. Aber ich glaube, ich kann da auf jeden Fall zu beisteuern. Wie gefällt dir die Stadt? Hast du dich in Houston schon eingelebt? Houston ist eine coole Stadt. Wir haben auch schon als Familie ein bisschen was gemacht die Tage. Wir waren beim Rodeo und auch auf dem Kinderspielplatz, also Indoor-Spielplatz. Und wir wollen natürlich jetzt auch also uns richtig einleben und in den nächsten Tagen, Wochen hier viele Spots besuchen und viel unternehmen natürlich. I've been through some things I just can't forget. I'm so proud I didn't say that, even though it gets frustrating. Life is what you make it, yeah. We all fall down.
könntest du dir vorstellen, langfristig in Houston zu bleiben? Ja, also ich, wie gesagt, meine Rolle sehe ich hier auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn da ein paar Sachen geändert werden im Sommer, dann kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Also die Organisation, wie gesagt, die schätzen mich natürlich als Spieler, als Person. Die ganzen, also meine ganzen Teammates feiern mich natürlich auch. Deswegen ist das schon ein Ansporn für mich, hier zu bleiben auch. Weil die ganzen Spieler einen guten Charakter haben und wir natürlich auch gut zusammenpassen könnten. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall in Zukunft auch für was spielen. Was sind deine momentanen Ziele? Momentan, wie gesagt, ich will so gut wie möglich die Saison zu Ende spielen. Will natürlich ein paar Siege holen jetzt in den nächsten 20 bis 21 Spielen, die wir jetzt noch haben. Will so viel Input geben wie möglich an die ganzen Jungen, die ganzen Rookies und allen in der Kabine. Den Input geben, den ich natürlich von meinen Veteranen bekommen habe in 2013. Und will da natürlich denen was zurückgeben und da natürlich eine neue Kultur aufbauen und denen zeigen, dass man natürlich auch, wenn man jung ist, für was spielen kann. Wie läuft der All-Star Break bei dir ab, Dennis? Du bist ja nach Deutschland geflogen. Was ist da passiert? Was hast du gemacht? Ja, also die Basketball-Löwen, die sind ja ins Top 4 eingezogen in Berlin. Und mir war es natürlich wichtig, persönlich, dass ich da bin und denen natürlich Support zeige. Und das hat natürlich perfekt gepasst mit dem All-Star-Break und wollte dann unbedingt nach Deutschland fliegen. Hab mit Ellen gesprochen, hab gefragt, ob sie mich dabei unterstützt. Und sie meinte ja natürlich, wir können nach Deutschland, sehen wir natürlich auch Familie, Freunde. Und ja, deswegen, das war für mich so ein Ding, wo ich natürlich supporten wollte und oder das Team unterstützen wollte. Und ich glaube, wir haben auch ein sehr erfolgreiches Spiel abgeliefert. Natürlich hat sich Tuki Brown leider verletzt am Ende, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Dann hatte ich natürlich auch noch so ein paar Termine dort. Im Sommer kommen viele, viele Sachen raus, die wir bringen werden, und da könnt ihr, wie gesagt, gespannt sein. Und ja, wie gesagt, dann bin ich nach Braunschweig, die Familie gesehen, Freunde getroffen und dann sind wir wieder zurück nach Houston geflogen. Du hast bisher gesagt, das ist dein 9. Jahr in der Liga. Ist das trotz der langen Zeit jetzt hier auch in Amerika immer noch schwer für dich, deine Family in Deutschland so lange nicht zu sehen? Im Endeffekt für mich ist es ist ein Job. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich natürlich ein paar Monate in Amerika bin und dann ein paar Monate in Deutschland. Natürlich ist es nicht, optimal, aber im Endeffekt weiß ich, dass ich so natürlich für meine Familie sorgen kann und dass es meiner Familie natürlich gut geht. Und im Endeffekt, die besuchen mich auch ein-, zweimal im Jahr, sind dann hier und unterstützen mich dann von hier aus. Deswegen FaceTime, WhatsApp, also die Sachen funktionieren ja alle, deswegen sind wir da natürlich täglich im Kontakt. Und ich habe ja hier natürlich auch, also meine Jungs, meine Frau, meine zwei Kinder, also ich meine, das ist ja eh mit das Wichtigste, deswegen geht das auf jeden Fall. Ansonsten nach dieser Season, hast du da schon gewisse Pläne, nicht auf Termine bezogen, sondern fliegst du in Urlaub mit deiner Family, machst du irgendwas? Ich habe nach der Saison direkt gehe ich nach LA auf jeden Fall. Da wird auch ein geiles Video gedreht, da werden wir zu Ganga Tattoo gehen. Da wird halt mit 4-5 Artists an mir gearbeitet. Da werde ich meine ganzen Beine erstmal zutätowieren lassen. Danach gehen wir in die Türkei für ein paar Tage. Und dann sind wir erstmal in Deutschland. Werde da erstmal ein bisschen pausieren, ein bisschen mit der Familie sein.
Und dann werden wir auf jeden Fall auch noch in Urlaub fliegen. Und dann, wie gesagt, ist ja die Europameisterschaft auch in Köln und in Berlin. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr, weil ich da auf jeden Fall dabei sein will und natürlich mein Input geben will, dass wir da auf jeden Fall was reißen können diesen Sommer. So viel zum Thema Trade und YouTube-Pause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir werden uns nächste Woche wiedersehen. Peace.